So, mein Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird ein sehr, sehr Theorie, vor allem aber auch ein Theorie auf die Praxis angewandtes Lehrvideo. Und bevor wir starten, ich freue mich natürlich extrem über den Support. Das hier ist alles kostenlos, was quasi hier stattfindet. Nicht, dass es unbedingt immer irgendwas kosten muss, aber es kostet mich halt auch Zeit, es kostet mich Energie. Ich muss die Sachen aufnehmen und so weiter und so fort. Deswegen freue ich mich halt einfach über den Support. Ich freue mich, wenn das wahrgenommen wird. Viel mehr, aber als irgendwie dem Affen Zucker zu geben, freue ich mich, wenn dir das Ganze hier weiterhilft und ja, du irgendwann früher oder später hoffentlich, und dafür drücke ich dir die Daumen, mit den Informationen dann auch erfolgreich im Trading voranschreitest, weil Trading ist hart genug, ist hässlich genug und wir müssen uns nicht gegenseitig bekriegen und müssen nicht immer auf den Schaden des anderen hoffen, sondern uns gegenseitig ein bisschen mehr unterstützen. Und das ist letztendlich auch meine Aufgabe hier, dass ich die Erfahrungen weitergehen darf, die ich in den letzten 12 Jahren gemacht habe. So, das war der kurze Risikodisclaimer. Wir starten direkt rein. Und zwar haben wir extrem spannende Informationen, die wir heute im Markt besprechen wollen. Denn es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass Preis nicht gleich Preis und Marktbereich nicht gleich Marktbereich ist. Was meine ich damit? Wir haben verschiedene Parameter, wir haben verschiedene Variablen in den Märkten, die letztendlich für sich alleine genommen total aussagelos sind. Zum Beispiel der aktuelle Preis. Anhand des aktuellen Preises, wir sind jetzt hier wieder bei Bitstamp. Ich eröffne immer Bitstamp anstatt Binance, aber ist auch vollkommen egal hier. Beispielsweise der aktuelle Bitcoin-Preis 19.220 US-Dollar. So, das ist der aktuelle Preis. Du weißt nicht unbedingt, ob dieser aktuelle Preis fair ist, nicht fair, hoch, tief, wie sich der Preis entwickelt hat, nur anhand des aktuellen Preises. Das Einzige, was du weißt, ist nach der Dow-Theorie, dass alle Informationen oder alle Preise diskontiert sind. Das heißt, alle Informationen stecken im aktuellen Preis. Sehr gut. Dann schaust du dir halt an, wie sich das Ganze makroökonomisch oder auch mikroökonomisch irgendwie ausprägt und dann wirst du feststellen, aha, das, wo er eigentlich sein soll, ist nicht, wo er ist. Ist- und Soll-Zustand weisen eine ganz, ganz große Lücke im Endeffekt auf. Das heißt, der einzelne Preis ist für uns nicht von super großer Relevanz, weil wir darin nicht viele Informationen sehen können, außer es ist halt jetzt so. Genauso wie mit dem Volumen. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir das reine Volumen, zum Beispiel großes Volumen, kleineres Volumen, das sind zwar Feststellungen, das sind absolute Werte, also losgelöste Werte, die für uns halt zeigen, ja, da kann was passieren oder da ist was passiert. Trotzdem wissen wir nur anhand des Volumens nichts, was abgeht. Wir können halt sehen, okay, 5000 Transaktionen. 5000 Transaktionen was? Kauf, Verkauf, von wo hat das bis wohin geführt? Das heißt, auch diese Information allein losgelöst hilft uns relativ wenig. Die erste Brücke, die wir schon schlagen müssen, ist, was hat das Volumen denn mit der Preisbewegung gemacht? Das heißt also, hat großes Volumen zu einer großen Preisbewegung geführt oder hat kleines Volumen zu einer großen Preisbewegung geführt oder zu einer kleinen Preisbewegung geführt? Das heißt, das ist so der erste Kontext, den wir immer herstellen müssen. Und das ist einer der wichtigsten Kontexte überhaupt, weil es entscheidend ist zu sehen, wer handelt wo und was und wie viel und wozu führt das? Viele Transaktionen, wozu führt das? Wenn du halt siehst, viele Transaktionen führen zu starken Bewegungen, dann sehen wir, dass hier eine Imbalancephase ist. Das heißt also, dass die Kauforder, die reingekommen sind, quasi die Verkaufsorder gematcht haben, aber immer oberhalb des aktuellen Preises. Das heißt, es war ein deutlicher Kaufüberschuss gegenüber dem Verkaufsüberschuss und deswegen hat sich der Markt so schnell nach oben etabliert. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir verstehen müssen. Wenn wir aber sehen, großes Volumen führt zu kleineren Bewegungen, das sehen wir auch alle Male, ja, ich mache das jetzt einfach mal Pi mal Daumen mit dem Auge, dann sehen wir, okay, das ist ein Marktbereich, wo letztendlich viel Kauf und Verkauf auf den gleichen Preisbereichen liegen, sodass sich der Preis nicht bewegen muss. Was bedeutet, hier wird das Ganze austariert. Entsprechend ist das ein fairer Marktbereich. Und das sehen wir zum Beispiel auch hier in diesem Beispiel, dass sich der Markt ja hier relativ seitwärts bewegt. Das heißt, das ist eine ganz, ganz wichtige Information, die wir hier schon herstellen müssen. Und zwar der Preis für sich losgelöst, keine besondere Bedeutung, das Volumen für sich alleine losgelöst, keine besondere Bedeutung, sondern das Volumen mit der Preisbewegung verbinden. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Kombination. Eine Information, und die glaube ich, die ist im Volumenhandel, also im reinen volumenbasierten Handel vielleicht ein bisschen unter den Tisch gefallen. Das ist eine Information, die wir aus der technischen Chartanalyse rausbringen, wie wir ja letztendlich mit den Kerzen oder also mit den Candlesticks oder halt auch mit anderen möglichen Chartformen arbeiten, ist letztendlich, wie sollen wir es nennen, den Chartbereich. Der Chartbereich ist ganz, ganz spannend. Und das ist etwas, was ich persönlich herausgefunden habe, für mich, aber auch für andere, wie aber auch für alle möglichen Trading-Ansätze, dass zum Beispiel ein rein volumenbasierter Handel zwar super spannend ist und vielleicht sogar auch super funktioniert.
es kann doch noch besser funktionieren, wenn wir verstehen, worauf die Masse der Traderinnen und Trader angehalten ist, weil wir verstehen, die Masse kann nicht gewinnen. Wir wissen, dass mindestens 80% der Trader ihr Geld verlieren, der privaten Traderinnen und Trader. Wir wissen, dass Banken teilweise 85-93% Gewinntage an Handelstagen im Jahr haben. Das heißt, wir können nach Adam Riese und Eva Klein relativ schnell auch hier die Quintessenz rausziehen. Das Geld geht von hier nach hier. Und deswegen sehen wir das, was wir lernen sollen oder was wir in den sozialen Medien mitbekommen, was wir bei Google lernen, was wir auf normalen YouTube-Kanälen lernen. Unterstützung, Widerstand, Stop-Loss, kommt dahin und so weiter und so fort, führt genau zu diesem Phänomen. Und das ist letztendlich auch, warum ganz viele Informationen zum Beispiel auf Broker-Plattformen mitgegeben werden, warum ganz viele Informationen letztendlich auch in so Academies mitgegeben werden, die von Brokern unterstützt werden. Leute, Broker, es gibt Broker, die verdienen einfach nur an deinem Handel, aber es gibt genug Broker, die verdienen, wenn du Geld verlierst. Und deswegen müssen wir uns immer überlegen, macht das Sinn, so zu handeln, wie uns ein Broker erzählt, wir sollen handeln? Wenn wir jetzt halt verstehen, dass der Preis und das Volumen letztendlich sehr, sehr stark sich gegenseitig beeinflusst, nämlich was passiert da, das können wir unter VSA, also Volume Spread Analysis, zusammenfassen. Und da geht der Ansatz des Smart Money Konzepts hin, das nachzuvollziehen und das zu verstehen. Was noch deutlich wichtiger ist, oder ich will nicht sagen wichtiger, aber mindestens genauso wichtig, was dazugehört, was halt häufig einfach hinten unterfällt, ist der Chartbereich. Denn wenn wir jetzt mal dieses, ich nenne es gerne den Reverse Engineer Trading Ansatz sehen, dann wissen wir, dass der Markt Folgendes macht. Wir werden jetzt einfach mal hier diese Wiedergabefunktion nutzen. Es kann ein paar Sekunden dauern, aber wir sehen, der Markt bewegt sich nach oben. Was machen wir? Wir legen hier unseren dynamischen Widerstand hin. Wir sehen ja, geil, der Markt hat da letztendlich reagiert. Wir gehen hier vielleicht irgendwo short. Ja, jetzt sehen wir hier auch noch eine Bearish Engulfing nahezu. Wir gehen hier short. Stop-Loss kommt knapp über das Hoch. Nämlich genau wie wir es lernen, der Stop-Loss kommt knapp über das Hoch. Der Take-Profit kommt hier vielleicht aufs neue Tief. Das Erste, was wir sehen, ist, schau mal, wo das neue Hoch gebildet wurde. Das neue Hoch wurde gebildet, nämlich knapp oberhalb dieses Hochs. Und das neue Hoch wurde gebildet knapp oberhalb dieses Hochs. Das heißt also, der Docht ist nach oben gegangen, hat dann letztendlich die Rejection erfahren, hat sich nach unten bewegt. Ganz wichtiger Punkt, diese Rückreaktion, dieser Docht, zeigt, da lag Liquidität. Und ohne zu verstehen, wo letztendlich genau diese Bewegung stattgefunden hat, macht für dich ein Trading-Ansatz oder ein Trade oder eine Chart-Analyse keinen Sinn. Denn ein Docht hier unterscheidet sich von einem Docht, der sich zum Beispiel, ich nehme mal hier einen Textmarker, hier gebildet hat. Der ist mitten in so einem Gehege und schau mal, der geht einfach unter. Was ist mit diesem Schatten hier? Wir sehen, der Schatten hat eigentlich kaum Bedeutung mehr für die zukünftigen Bewegungen. Auch der Schatten hat wenig Bewegung oder wenig Bedeutung hier für die zukünftigen Bewegungen. Wie kann das sein, dass hier jetzt letztendlich dieser Schatten oder dieser Docht nach oben einen möglichen Einstieg generiert und der hier nicht? Es kommt auf den Chart-Kontext an, Leute. Es kommt darauf an, wo wird das gebildet, denn eine Sache muss dir bewusst sein. Eine Sache muss dir unbedingt bewusst sein. Wenn der Markt eine Kerze bildet mit Docht und mit Schatten und die Kerze von mir aus so aussieht, dann lernen wir zwei Dinge. Die Kerze sah mal so aus und die Kerze sah mal möglicherweise so aus, ja, wenn es jetzt zum Beispiel eine grüne Kerze ist. Dann hat das aber dazu geführt, dass von hier oben runtergedrückt wurde und von hier unten hochgedrückt wurde, sodass das hier das Ergebnis ist. Was bedeutet das? Warum kann ein Markt überhaupt rejected werden? Ein Markt kann nur rejected werden, weil da Liquidität liegt. Es kann nicht anders sein, wenn sich der Markt von hier, von diesem Preisbereich nach oben bewegt, dann muss das sein, weil offene Order, also sogenanntes Open Interest, im Markt vorliegt, nämlich Kauforder, die sagen, ich will jetzt noch kaufen. Und der Markt bewegt sich nur dann nach oben, wenn offene Kaufpositionen noch gematcht werden müssen mit Verkaufspositionen, damit diese Position ausgeführt werden kann, sonst würde sich der Preis nicht bewegen. Wäre keine Order mehr offen, oder würde keine Order in den Markt kommen zu diesem Zeitpunkt, würde sich der Preis nicht bewegen. Entsprechend kommen Kauforder rein oder sind noch offen, die ihren Gegenpart suchen. Zum Beispiel Market Order für mich aus zum bestverfügbarsten Preis. Was passiert? Der Markt muss nach oben gehen. Und zwar geht er so weit nach oben, bis letztendlich eine Grenze entsteht, wo die Kauforder nicht mehr ausreichen, um die Verkaufsorder abzuarbeiten, dass es noch weiter nach oben geht. Das heißt, das findet da nicht mehr statt, sondern da sind die Verkaufsorder größer als die Kauforder, sodass dann der Markt wieder nach unten fällt, weil Verkaufsorder mit Kaufordern gematcht werden müssen. Entsprechend bewegt sich das Ding enorm nach unten. Und wenn wir hier schließen, bedeutet das eine Sache. Hier lag Liquidität. Und hier liegt keine Liquidität mehr, weil der Markt kann nicht in Liquidität schließen. Es kann nicht sein, dass du einen Schlusspreis irgendwo findest, wo noch offene Order quasi sind, die eigentlich gematcht werden müssen. Es sei denn,
Du bist in einer Balancephase, wo Kauf- und Verkauforder, die dynamisch immer reinkommen, sich auf diesem Preisbereich matchen und dort letztendlich einfach stabil liegen, sodass sich der Preis nicht mehr verändern muss. Teil 2 folgt im nächsten Video.